Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Sketchnote-Grundlagen-Workshop mit Karl Damke, den Sie zu dieser Seite von mir sehen können. Hallo Karl. Hi Franzi, grüß dich. Na, mein Name ist Franziska Mayhoff, ich arbeite beim Landesverband der Volkshochschulen im Sprachförderungsbereich, also ganz was anderes. Ich habe heute die tolle Aufgabe, die Co-Moderation zu übernehmen. Deswegen hören Sie jetzt auch erst mich einmal kurz reden. Ich übergebe aber auch gleich an Karl. Ich möchte ganz kurz einmal erklären, was es hier so für Grundfunktionen gibt in diesem EduDIP-Raum, in dem wir uns befinden. Den Chat haben Sie ja größtenteils schon gefunden. Sie sagen auch alle schon schön Hallo und wo Sie herkommen. Und Ja, wie ich heiß hoffe, es bei Ihnen ist. ja, und wie heiß es bei Ihnen ist. Wir haben, glaube ich, heute alle hohe Temperaturen, mit denen wir uns rumschlagen müssen, aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Was es auch mal schön ist, insbesondere hier im Norden haben wir nicht so viele heiße Tage. Genau, auf der rechten Seite unten ist der Chat, wie schon erwähnt. Über dem Eingabefeld ist so ein kleines blaues Feld, da können Sie auswählen, ob Sie an alle Teilnehmer oder an die Moderation schreiben möchten. Wenn Sie jetzt schon was geschrieben haben und ein kleines Schloss neben Ihrem Namen sehen, dann heißt das, Sie haben nur an die Moderatoren geschrieben, das können also nur Karl und ich lesen. Inhaltliche Fragen also gerne an alle Teilnehmenden schreiben, damit wir auch wissen, welche Frage gerade beantwortet wird. Ansonsten haben Sie noch die Möglichkeit, ein Handzeichen zu geben. Das ist oben zwischen dem Chat und diesem Mittelbereich. Da ist so eine Hand zu sehen. Und wenn Sie darauf klicken, öffnen sich so ein paar Emojis zur Auswahl. Können Sie Daumen hoch, Daumen runter, hoffentlich nicht. Ein Smiley, einen glücklichen hoffentlich. Was auch immer, können Sie gerne mal ausprobieren, wenn Sie Lust haben. Und was ich vergessen habe, direkt am Anfang zu sagen, ist, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie nicht gesehen werden möchten, dann schreiben Sie nicht in den Chat, dann taucht Ihr Name auch nicht auf. Die Teilnehmerliste wird nicht mit aufgezeichnet. Und ansonsten hoffe ich, dass ich alles gesagt habe und übergebe gerne das Wort an Karl. Ja, vielen Dank, Franzi. Und nochmal von mir, schöne Grüße. Wir haben mittlerweile 70 von knapp 100 angemeldeten Teilnehmern. Die anderen hängen im Pool, während ihr mit mir hier Sketchnoten wollt. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, Leute. Also ich hatte hier schon die Badehose an und war schon auf dem Weg raus, aber naja, es ist halt Termin ist Termin und wir machen Sketch to Who's. Ja, das heißt, ich mache keine PowerPoint heute mit euch und zeige euch, wie man in der Theorie sketchnotet, sondern zeichne 60 Minuten hier live mit euch. Und das ist ein Experiment und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mitzeichnet. Und das mit Sketchnoted, was wir hier machen. Und wenn ihr das am Ende in Social Media teilen wollt, nutzt doch Sketch to Who's als Hashtag. Ich glaube, das hat vor uns noch keiner gemacht. Ja, das heißt, wir haben da schöne Möglichkeit, am Ende ein paar ganz, ganz wunderbare Ergebnisse zu sehen. Das heißt, wir schalten hier gleich mal rüber auf mein Schreibtisch. Franzi macht einmal das Bild von ihr aus, so Ja, dass ich wir wollte noch hier. kurz einmal reingrätschen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal im Chat gelesen, dass es so ein bisschen kuschelt. Ja. Genau, wenn Sie schlimme Probleme mit Ton und Bild haben, hat es sich bewährt, einmal neu zu laden oder den Raum zu verlassen und neu zu betreten. Hoffentlich funktioniert es dann besser. Und genau, ich bin jetzt weg und wünsche uns allen viel Spaß. Genau, also da auf jeden Fall gerne nochmal das alte kurz den Raum verlassen, wieder reingehen, ausprobieren, hoffe, dass es klappt. Und es ist natürlich auch für mich ein kleines Experiment, so wie ich das hier heute aufgebaut habe, habe ich das noch nie gemacht. Ja, sowohl was die Technik angeht, als auch die Variante hier mit dem Live-Zeichnen und den verschiedenen Kameraperspektiven. Das heißt, es wird etwas schiefgehen, hoffentlich nicht so viel und hoffentlich gibt es keine großen Technikprobleme bei der Übertragung und ich drücke uns die Daumen, dass das eine gute Zeit wird. Super, also nicht vergessen, Sketch to Who's taggen am Ende. Und ich habe mal hier eine kleine Notiz gemacht, was ich mit euch heute machen will. Und zwar einmal bei den Sketchnote Basics. Auf die Sketchnote soll auf jeden Fall kommen ein aussagekräftiger Titel. Da wird uns hoffentlich was einfallen. Irgendwas mit Sketchnote.
Wir wollen kurz darauf eingehen, was und warum so eine Sketchnote ist, warum sie sinnvoll ist. Und dann habe ich mindestens hier so 4 Themenkomplexe, die für mich ganz, ganz wichtig sind für die Grundlagen. Das heißt, einmal mit der auf die Standardform einzugehen, ein bisschen über Stifte und Werkzeuge zu sprechen, ein bisschen grundsätzliche Layouts zu besprechen und dann 2, 3 Tipps zu geben, wie ich Personen zeichne, wie man sich das leichter machen kann und am Ende einige Tipps zu geben, wie ihr euch weiter mit Sketchnoten beschäftigen könnt. Soweit, so gut. Wenn wir das hier mal so grob untergliedern, ihr habt ja hier schon wahrscheinlich geahnt, ich habe hier ein bisschen Platz gelassen. So, dann sehe ich hier einen Überschriftteil oder so einen Einstieg zusammen mit der Überschrift. Dann hier den quasi den Inhalt und am Ende etwas, so was auch noch ein bisschen Platz bekommt, ne, so den Rausschmeißer am Ende. Und habe mir gedacht, dass ich mit dem Layout, ich habe so ein Papier, das ist ein bisschen breiter als A4, also so fast quadratisch. Und ich habe mir das gedacht, dass wir hier so für diesen Block, was die Überschriften angeht und das Was und Warum, dass wir das oben setzen und dass wir dann 3 Inhaltsblöcke, also so 3 Spalten machen, wo ich den Inhalt drin aufteilen kann. Also hier die Form, die Stifte, Layouts und Personen, dass das hier sich wiederfindet und dann am Ende nochmal unten ein bisschen Platz für die Ressourcen und für die Tipps. Das ist so ein schöner antiker Bau, ja, gute Säulen, ja, das wird auf jeden Fall gut passen. Wenn ihr ein A4-Papier habt und ihr macht das gerade zeichnet live mit, dann würde ich sagen, ihr macht lieber ein Querformat und habt dann ein bisschen mehr Platz in die Breite, als dass ihr so ganz lange, schmale Säulen schreiben müsst. Ja? Also so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das ist natürlich die Theorie. Ich hoffe, dass wir das so einigermaßen hinkriegen. Ich werde mir das hier mal so an die Seite legen, damit ich es immer im Blick habe. Und jetzt stehen wir vor dem weißen Blatt und fangen gleich an. Ich bin super gespannt, was dabei rauskommt, weil wir haben noch einen zusätzlichen kleinen Trick eingebaut, weil es ja noch nicht schwer genug ist, live zu zeichnen bei 40 Grad. Denn ihr dürft mitentscheiden, wie ich genau zeichne und was ich genau zeichne. Franzi schmeißt gleich mal eine Umfrage an und das ist die gute A- oder B-Umfrage. Und die, ihr habt 2 Möglichkeiten, euch zu entscheiden, A oder B. Und beim ersten Mal ist es eine einfache Frage, und zwar, wohin soll ich die Überschrift zeichnen? Soll ich die einmal komplett drüber machen, also auf der ganzen Breite, oder soll die hier so an der Seite sein? A ist über die komplette Breite und B ist links an der Seite. A, komplette Breite, B, links an der Seite. Geben wir euch mal so 10 Sekunden geben wir euch noch und es ist ein knappes Rennen, Leute. So, wer kann sich entscheiden? So, 60 Leute haben mitentschieden und Franzi stoppt jetzt die Umfrage und ihr habt euch entschieden für Antwort A, und zwar einmal komplett über die gesamte Breite zu zeichnen. Leute, ihr wisst, was schwerer ist, ne? Sehr gut, super. Das heißt, ich habe jetzt die Herausforderung, relativ viel Platz hier füllen zu müssen. Und dabei würde ich sagen, also mein erster Instinkt ist, einen dicken Stift zu nehmen, um das zu machen. Aber ihr habt wahrscheinlich gerade keinen dicken Stift rumliegen. Könnt ihr auch dann gerne probieren mit so einem Marker, so ein Standard-Keil. Spitze hier, kann man gut sehen, glaube ich, hier. Aber weil ihr wahrscheinlich eher dünnere Stifte habt, probiere ich das mal ohne. So, also komplette Breite, das heißt, mit einem dünnen Stift würde man sich jetzt wahrscheinlich dafür entscheiden,
ein bisschen Platz zu lassen zwischen den einzelnen Buchstaben. Und wenn ihr mir hierbei zuguckt, dann habt ihr hier gerade so ein bisschen Bob Ross Atmo am Start, weil das ist, glaube ich, die allererste Lektion, die man für gute Buchstaben lernt. Langsam zeichnen und sich Zeit lassen. Und das macht auf jeden Fall den Strich schon mal 20% besser. Die Schrift, die ich hier so benutze, ist wirklich halt so einfach und blockig, wie sie irgendwie sein kann. Super. Ich habe mich zwischendurch mal entschieden, die Farbe kurz zu wechseln, einfach um einen kleinen Unterschied drin zu haben. Und Sketchnote ist ja schon mal ein guter Titel. Machen wir einen kleinen Untertitel dazu. Ich würde sagen, wir machen Grundlagen oder Basics oder 1x1. Wer jetzt noch nicht zeichnet und in den Chat schreiben kann, kann mitbestimmen. Kann in den Chat schreiben, was wollt ihr haben? Wollt ihr Grundlagen oder Basics oder das 1x1 der Sketchnotes? In der Zeit kann ich schon mal... Ja, ich höre schon. Ja, Leute, ihr müsst mal tippen hier. Basics, Grundlagen. Ich glaube, Grundlagen 40 Degree Sketching. Ja, sehr gut. Ja, also die 40 Grad kommen da auf jeden Fall rein. Ja, ich steige mal ein mit Grundlagen, weil ich glaube, Grundlagen eignet sich hier am besten, weil das ist das längste Wort. Damit kriege ich ziemlich wahrscheinlich den Untertitel so komplett einmal hier drunter gezogen. Das sind auch so Fragen, Layout-Fragen, mit denen man sich dann beschäftigt, wenn man sagt so, okay, welche Wörter passen jetzt hier gerade am besten rein? Nicht nur, welche werden am besten verstanden, sondern welche passen auch gut in mein Gesamtbild gerade rein. Und dieses, dass es reinpasst, ist echt so ein bisschen Gefühlssache. Ihr seht, es passt auch nicht 100% perfekt, gerade bei mir, aber ich glaube, das sollte so reichen. So, und jetzt machen wir hier so einen Karl Lampke daneben. Ich zeichne immer ganz gerne den Main Speaker, so die Person, die den Inhalt liefert, irgendwie daneben. Das ist ganz immer ganz nett, macht immer was her. Und bei Figuren starte ich grundsätzlich mit so einem U. Das ist mehr oder weniger spitz, könnte auch ein V sein, wenn das so richtig so ein Kinn, also ein spitzes Kinn haben soll. Und dann lässt man hier oben erstmal ein bisschen Platz frei für die Haare. Karl Lampke hat ziemlich große Ohren, darf man nicht vergessen, wenn man ihn hier so sieht. Und dann mache ich Striche für Augen. Man macht sich nur Stress, wenn man mehr Augen zeichnet. Ist eigentlich völlig unnötig. Ist danach nur unzufrieden, also ich persönlich. Und Karl Lampke lacht immer so ein bisschen, ja, und hat einen Bart. Bart zeichnen. So, hier soweit. Und dann Friese. Einmal so hoch. Schön. So. Also. Ein Hals darf man haben. Hals so ein bisschen, normalerweise ist der Hals ja so breit wie das Gesicht, ja, aber wir sind ja hier kein Anatomiekurs, sondern können den Hals so zeichnen, wie wir lustig sind. Und ich mache das ganz gerne so, dass ich genau jetzt aufhöre mit den Details, ja, weil sonst macht man sich nur Stress und zeichne hier vielleicht noch so einen kleinen Kreis drumherum, kann man aber auch lassen. Super. So, Karl Lampke hat hier natürlich Schweißperlen auf der Stirn. So, weiß ich nicht, ob die so aussehen. So. Das ist jetzt völlig improvisiert. Keine Ahnung, so, ob das funktioniert. Kleiner Pfeil. Und dann
40 Grad daneben schreiben, dass total klar ist, okay, das ist Schweiß. Ja, das ist sowieso das, was ihr beim Sketchnoten auf jeden Fall immer machen solltet. Es ist immer Text und Bildkomposition. Ja, das heißt, wenn euer Bild ein bisschen schwach ist, könnt ihr euch immer noch retten, indem ihr einen Text daneben schreibt und es ganz klar und deutlich wird. Und das heißt, hier war ich nicht so ganz zufrieden mit dem Schweiß, aber egal. Ja, 40 Grad daneben sollte klappen. Und kurz Hashtag daneben schreiben. Sketch to Hus. Vielleicht nochmal ein bisschen mein Twitter-Handle dazu. Das ist jetzt etwas, wo sich, wenn ihr das live sketchnotet, auch ein bisschen Recherche lohnt. Ja, hier auf jeden Fall nochmal vielleicht den Namen, die Schreibweise des Namens nochmal gucken, dass das auf jeden Fall stimmt, dass auf jeden Fall der Twitter-Handle richtig geschrieben ist. Weil nachher ist es ein bisschen peinlich, ja, wenn man das merkt. Da habe ich zum Beispiel mal den Namen des DVV-Direktors damals falsch geschrieben von unserem Dachverband. Erste Sketchnote, die ich so über ihn gemacht habe. Bisschen peinlich, wenn man das erst nachher merkt. So, Titel haben wir soweit. Wie sieht es bei euch aus? Kommt ihr ganz gut mit? Wahrscheinlich einigermaßen. Wir sagen Gosia, hi, schön, dass du noch da bist. Kein Problem hier bei der Verspätung. Alle, die jetzt gerade noch einsteigen, wir haben kurz ein bisschen zusammen überlegt, was ich zeichne. Und wir haben uns entschieden, Sketchnote-Grundlagen hier oben hinzuschreiben und so ein bisschen jetzt hier den Karl Damke hier schon reingezeichnet. So, Freunde, jetzt was und warum? Was und warum? Jetzt nochmal kurz zum Layout. Also ihr seht schon, das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Wenn wir jetzt hier gesagt hätten, ich mache den Titel links klein an die Seite, dann hätten wir oben jetzt relativ viel Platz gehabt für diesen inhaltlichen Block, das Was und Warum. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwo hier drunter bekommen, sonst fehlt mir gleich Platz. Und das kriegen wir aber gut hin. Und da würde ich mal sagen, Sketchnotes, einmal, ich mache so einen schmalen Streifen hier drunter und wir visualisieren einmal Sketchnotes, indem wir so ein kleines Blatt zeichnen. Ja, das ist ein bisschen zu klein, um da wirklich sinnvoll was reinzumachen, aber machen wir mal so, simulieren ein bisschen Text, machen so vielleicht noch einen Pfeil dazu und hier noch ein bisschen Text. Ich hoffe, bei euch ist das Blatt ein bisschen größer geworden, dass ihr ein bisschen mehr Platz habt, da was Sinnvolles reinzuzeichnen. Ein bisschen Alibi-Text, Krickelkrackel, ja, 2, 3 nette Pfeile oder so und dann passt das. Ja. Sketchnotes steht da drüber. Die Leute kriegen das schon hin, zu verstehen, was das ist. So, und das heißt, eine Sketchnote ist, habe ich hier ein Gleichzeichen und dann würde ich hier einmal ein bisschen Krickelkrackel machen für die Handschrift und dann mache ich vielleicht einmal ein klassisches Symbol, super Klassiker, die Glühbirne. Und dann vielleicht noch ein kleines Rechteck, das so etwas wie ein Layout symbolisiert. So, und dann, weil ich hier jetzt noch ein bisschen Platz habe, kann ich mir überlegen, was ich mit dem Platz mache. Sage ich so hier, ta-da. Und das ist jetzt so ein klassischer Fall, dass ich sagen würde, wenn ihr jetzt gut gezeichnet habt und die Chance genutzt habt, hier richtig aussagekräftige Sketchnote, Handschrift, Symbol und Layout zu zeichnen, dann applaudiere ich euch. Hier, kleiner Applaus. Ja, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann müsst ihr es nicht darunter schreiben. Aber wenn das so okay gelaufen ist, wie bei mir, dann würde ich das einfach drunter schreiben. Sketchnote ist Handschrift.
Symbole und Layout. Und was machen wir hier? Untertitel, tada, fertig. So. Also die Kamera macht zwischendurch immer so ein bisschen Spiränzchen und ich verstehe nicht immer so gut, was seitenverkehrt bedeutet, wenn ich das so hin und her schiebe. Aber ich hoffe, ihr erkennt einigermaßen. So, das heißt, die Grundlagen einer Sketchnote sind die Handschrift. Das ist echt ganz wichtig, ganz wichtiges Element, dass man es mit der Hand schreibt, dass das Gehirn damit beschäftigt ist, ne, das zu erfassen durch Schreiben. Symbole sind dabei. Das Layout ist super wichtig, dass man es im Nachhinein noch nachvollziehen kann, damit man es versteht. Und ihr werdet sehen, wenn ihr euch mit Sketchnoting beschäftigt, dass es super individuell ist, wie viel von jedem Element Leute da drin haben. Ja? Und das Schöne daran ist, dass ihr das ja für euch entscheidet. Ja? Das heißt, ihr sagt, für mich funktioniert das zum Beispiel mit nur Handschrift super gut, ja? Weil Text für euch das beste Medium ist und dann macht ihr das halt nur mit Schreiben und investiert vielleicht ein bisschen in eure Handschrift, in unterschiedliche Schriftarten, unterschiedliche Schriftgrößen. Da müsst ihr gucken, was für euch am besten funktioniert. Denn das Wichtige hier ist, es geht um, und jetzt wollte ich eigentlich was und warum machen. Gucken wir mal, ob wir das noch darunter kriegen. Oder vielleicht, na, da müssen wir gleich nochmal gucken. Ja, einmal spontan überlegen. Vielleicht mache ich hier so ein kleines Feld, das so aus das Layout ein bisschen sprengt. Nochmal als Erinnerung, das ist so das Basic Layout, was ich mir überlegt hatte für die Überschrift und den Standard, also den Infoblock hier oben und dann die drei Säulen mit dem Inhalt darunter. Und wahrscheinlich fahre ich gut, wenn ich jetzt hier das Warum einflechte und es ungefähr so groß wird wie eine von den Säulen, sodass ich darunter die dann quetschen kann, sodass sich das irgendwie nicht ins Gehege kommt. Ja. Probieren wir es einfach mal. Wie sieht es aus bei euch? Kommt ihr ganz gut mit? Habt ihr schon aufgegeben? Habt ihr den Stift schon weggeworfen und seid in den Pool gesprungen? Ja, passt. Super, dann machen wir erstmal. Immer ganz gut ist bei Warum oder bei Fragen, die so beantwortet werden, so ein Fragezeichen. Das ist eigentlich, ich glaube, nach der Glühbirne das Symbol, das ich am meisten zeichne, ist das Fragezeichen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einen Kreis darum zeichnen oder ein kreisartiges Objekt. So, dann habt ihr es einfach noch ein bisschen klarer. Ihr könnt hier das zum Beispiel noch ausfüllen mit einer Farbe, wenn ihr noch mehr Aufmerksamkeit steuern wollt. Aber ich finde, das ist jetzt schon groß genug. Ich mache vielleicht gleich noch ein bisschen. Ah ja, komm, ich fülle das schnell nochmal aus. Einfach durchschraffieren. Nicht zu fancy, nicht zu hübsch. So, also ich wollte kurz zwei Sachen sagen zum Warum. Und einmal ist das Dual Encoding. Also die Theorie, dass die beiden Gehirnhälften unterschiedliche Arten von Informationen verarbeiten und dass Text und Bild die beiden Gehirnhälften ansprechen und es dadurch eine ganz gute Behaltensleistung gibt. Also ich hoffe, das kann jemand von euch im Chat noch ein bisschen wissenschaftlicher ausformulieren. Ich bin erstmal damit beschäftigt, ein Gehirn zu zeichnen. Das sollte mir reichen. So, sehr schlecht.
zwei, würde ich sagen, ich zeichne mal so andeutungsweise einen Kopf drumherum, dann ist das nämlich klar, dass das hier eigentlich hier ist, dass in einem Kopf stattfindet. So, und das heißt hier, würde ich einmal hier, ich schreibe mal einfach Dual Encoding drunter. Und hier dann einmal auf die eine Seite die Bilder, auf der anderen Seite den Text. Und um das nochmal so ein kleines bisschen grafischer zu machen, mache ich hier mal so eine Sonne daneben. Und hier vielleicht mal so den. Aber das ist totaler Schnickschnack hier. Jetzt noch was dazu zu zeichnen. Das könnt ihr euch überlegen, was für euch am besten funktioniert. Also mir war noch mal wichtig, hier zu zeigen, wenn ihr das Gehirn nicht hinkriegt, ja, Kontext. Versucht irgendwie einen Kontext dazu zu zeichnen, der klar macht, was das genau ist. Ja, und dann wird euch das helfen. Ja, das ist genauso wie hier eben, als ich festgestellt habe, okay, das ist jetzt kein besonders gutes Piktogramm für eine Sketchnote, ich schreibe es drunter. Wenn ich hier denke, das erkennt niemand als Gehirn, mache ich vielleicht einen Kopf drum. Ja, vielleicht schreibe ich sogar hier, ne, Gehirnhälfte A, Gehirnhälfte B, so, um es wirklich sicher zu machen. Aber so, das ist dann eure Entscheidung. Und natürlich, das eine ist so die Behaltensleistung, die Verarbeitungstiefe, die wir durch Sketchnoten erreichen. Und das andere ist natürlich so, dass wir dann, wenn wir hier diese Sketchnote haben, die ja aus Bildern, also ich improvisiere gerade, weil ich wollte hier ganz gerne noch so eine Sketchnote haben als Repräsentanz. Ich mache mal hier kurz das eine Bild und den Text. Und zeichne hier nochmal einen Rahmen drum. So, jetzt habe ich hier nochmal eine weitere Sketchnote gezeichnet. Und ich wollte auf den Aspekt vom Storytelling hinaus, ja, dass man mit einer Sketchnote viel besser anderen berichten kann, was da genau passiert ist, was die Inhalte eines Themas sind und waren. Und das sowohl, indem die Leute das einfach für sich sehen, als auch, wenn man das als Grundlage des Erzählens, des Berichtens nutzt. Und dafür würde ich hier einfach so den klassischen Sprechblase zeichnen, und zwar die hier mit den beiden Erzählsträngen. Und da ganz kurz mal so zwei Personen noch zuzeichnen, die ganz animiert miteinander reden. Und Storytelling drunter. Hier, wenn ihr hier gleich ankommt, hier bin ich gerade ein bisschen nervös gewesen und habe hier sehr viel schwarz gemacht. Ja, vielleicht, wenn ich jetzt so nochmal drauf gucke, würde ich sowas wie hier Dual Encoding oder das Storytelling, also die Kerninformation hier, die ich rüberbringen wollte, würde ich vielleicht in Blau machen. Oder wenn ich einen Textmarker oder irgendwas nutze, das ich hier markieren kann, dann würde ich das nochmal markieren. So, und hier, weil ich jetzt hier Platz habe, aber nicht mehr so viel Platz, also eher Platz in der vertikalen als in der horizontalen, würde ich hier einfach nochmal warum drunter schreiben. So, das heißt, hier habe ich jetzt den Platz, den ich haben wollte, dass hier darunter noch ein bisschen Platz ist für die Infosäule und das passt. So. Soweit, so gut. Hier, ich zeige es euch nochmal. Also, das heißt, Verarbeitungstiefe und die Möglichkeit, beide Gehirnhälften anzusprechen, die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen durch eure Sketchnotes, super wichtig. Ganz, 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 ganz großes Plus. So, ich bin natürlich ungefähr 20 Minuten langsamer, als ich dachte. Wer mich kennt, weiß, Zeitmanagement ist meine große Stärke. Ja,
Zeitmanagement für andere Leute als für mich. Ja? Und wir müssen jetzt mal einsteigen hier in unsere Inhalte. Das heißt, macht mal fertig, Leute, wenn ihr gerade zeichnet, hier oben, dass dieses Ding hier haben wir jetzt abgeschlossen, unseren Titel und unseren Infoblock. Und wir gehen jetzt über zu den Inhalten, also diesen drei Säulen hier. Ja, 1, 2, 3. Haben wir genug Platz? 1, 2 und dann hier die dritte kleine Säule. Und als Erinnerung nochmal, was wollte ich eigentlich erzählen in diesen drei Säulen? Ich wollte ein bisschen über Form sprechen, ganz, ganz bisschen über Stifte, ein bisschen über Layouts und ein bisschen übers Zeichnen von Personen. Und fangen wir mit den Formen an. So, die Leute schreiben, sie sind fertig. Das ist einfach super, Leute. Ihr seid schnell. Das ist gut. So, was ich mir gedacht habe, weil wir haben ja jetzt hier so kleine Spalten, dass ich Regale zeichne. Und die Regale dann die Überschriften sind für die einzelnen Themenblöcke. Und wie das konkret aussieht, warte, da muss ich nochmal mich hier richtig hinsetzen. Ja, kurzes Erdbeben in Kiel. Das würde ich euch mal zeigen. Ich habe wieder den blauen Stift, damit hier so ein bisschen ein Highlight drauf liegt. Und ich zeichne euch jetzt mal die 5 Grundformen, die hier ein Rechteck in einer Form, zum Beispiel ein Quadrat, ein Kreis, ein Dreieck, ein Strich und ein Punkt. Der Punkt ist hier am Start. Und weil das hier so ein Regal werden soll, zeichne ich jetzt mal einmal hier noch so einen schönen Strich darunter und einen zweiten Strich. So. Ihr habt 2 Sachen gesehen. Zum anderen gerade Linie. Ist egal, gerade Linie, braucht kein Mensch. Aber ich habe das Blatt gedreht. Das heißt, wenn ich, das habt ihr auch, gerade Linien zeichnen möchte, dann habt ihr meistens eine Richtung, in der ihr das am besten könnt. Ja, das probiert mal aus, wie das bei euch funktioniert. Meistens ist es so, dass von oben nach unten zu zeichnen am besten funktioniert oder von rechts nach links oder, sorry, von links nach rechts. Ja, aber da lohnt es sich auf jeden Fall mal ein bisschen zu testen, dass man da weiß, wenn ich jetzt 5 cm gerade Linie haben möchte, dann drehe ich das Blatt und dann kriege ich das hin. In meinem Fall super gutes Beispiel, gutes Regal. Ja. Da hilft auch die Wasserwaage nicht mehr. Das heißt, hier haben wir 5 Grundformen und aus denen kann man alles zeichnen, was man möchte, wenn man sich reduziert. Und ihr schreibt jetzt mal im Chat, was ich zeichnen soll mit diesen 5 Grundformen. Haut mal rein in die Tasten. Und lasst euch mal was Verrücktes einfallen, bitte. Bisschen so, bisschen out of the box. Ja, weil natürlich, wenn man jetzt hier mal anfangen würde, fängt man natürlich an mit einem Haus. Ja, das Haus. Ja, der Baum daneben. Ja. So, wir haben den Löwen, die Katze, die Metakommunikation, ja, Elefant, oh, der Tesla. Darf ich mal Thermometer kurz anfangen? Ich fange hier mit den leichten Sachen an. Ne? Also Thermometer, würde ich sagen, ist irgendeine Form von langem mit einem Strich dadurch und dann so und dann am besten noch irgendwie einer Farbe. Ja, vielleicht hätten wir das mit der Farbe hier gleich machen können, sodass das klar wird. Sprungturm ins Wasser, Motorrad. Also ich improvisiere das gerade mit euch. Ne? Also ich habe mich extrem gut vorbereitet vorher und gesagt, schreibt mal bitte nur Sachen, die ich zeichnen kann. Wenn ihr gerade zeichnet, sucht euch mal das aus, was für euch gerade passt. Und das, warte mal, guck mal, was hatte ich? Franzi, hast du hier gerade einen Favoriten irgendwo gesehen?
Löwe vielleicht hier. Die Meerjungfrau, ganz fantastisch. Ja, die Meerjungfrau. Also, ich würde hier sagen, das wird ja auf keinen Fall was mit der Meerjungfrau. Das heißt, was mir jetzt einfällt, ist eine Mischung aus Löwe und Katze. Kriegt die Ohren natürlich überhaupt nicht hin. Was so wissend wichtig ist, ist hier so Wuschelmähne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und okay, also hier sind Dreiecke drin. Das ist so eine wilde Mischung aus Quadraten. Und ich glaube, ich sollte besser noch mal was zeichnen, was wirklich gut mit diesen Formen funktioniert. Ja, und was ich spontan auch noch hinkriege, vielleicht zeichne ich noch mal ein Feuerwehrauto. Zwei Kreise. Feuerwehrauto hat ja so eine Kastenform. Kastenform ist immer gut. Und hier vorne so ein kleines Fahrerkabine. Und wichtigste ist, Feuerwehrauto hat entweder so eine Leiter oben drauf. Vielleicht hier so. Und auf jeden Fall eine. So. Was ihr hier seht, ist natürlich, dass ich es nicht hinkriege, das wirklich super cool und akkurat hinzubekommen beim ersten Mal. Und das ist ganz normal. Obwohl ich es mir ja natürlich so vorgestellt hatte, dass ich das super locker hinkriege. Ja. Was man aber auch sieht, ist die Überlegung, was ist jetzt das Wichtige? Ja, was muss auf jeden Fall mit rein? Zum Beispiel hier die Farbe bei dem Thermometer. Ja. Bei dem Löwen vielleicht noch zusätzlich das große Maul, ja, so mit den langen Zähnen, ja, keine Ahnung. Bei dem Feuerwehrauto die Leiter und die Sirene, sodass du dir vorher überlegst, so okay, was ist jetzt wichtig für diese Figur? Was ist das Kernelement? Was muss auf jeden Fall drin sein? Und ich empfehle, diese Seite hier zu nutzen, The Noun Project. Wenn euch mal, also wenn ihr zu kompliziert zeichnet, oh Mist, wenn ihr nämlich versucht, realistisch zu zeichnen, das nicht hinbekommt und dann sagt so, ah, das sieht kacke aus, dann googelt mal The Noun Project, gebt da euer Symbol, euren Begriff ein und The Noun Project ist eine Sammlung von Icons und Symbolen und die sind super reduziert und dann könnt ihr das nutzen als Idee, eure Symbole zu zeichnen. Es ja. Funktioniert auf jeden Fall ganz gut und The Noun Project ist auch eine coole Ressource für Grafiken. Da kann man sich ganze Icons darunter laden. Also eine coole Sache. Ich habe gerade Fuck gesagt. Ich entschuldige mich fürs Fluchen, weil natürlich, habt ihr gesehen, .com hätte hier nicht stehen sollen, weil es ist schon in der Spalte daneben. Da müssen wir gleich mal gucken. Auch ist das hier ein bisschen breiter geworden, als ich eigentlich dachte mit dem Regal. Ja, aber Leute, ist wie es ist. Und hier nutzen wir den Platz nochmal, um einen zentralen Spruch von Mike Rohde hinzuschreiben oder zumindest wird er ihm zugeschrieben. Mike Rohde ist derjenige, der diesen Begriff vom Sketchnoten, den Sketchnote-Begriff geprägt hat. Wahrscheinlich nicht der Erste, der gesketchnotet hat, aber der den Begriff geprägt hat. Und dieses Ideas not Art ist einfach super wichtig. Ich habe immer jahrelang so einen hohen Anspruch gehabt und gesagt, so jetzt muss irgendwie mega aussehen und wenn das jetzt nicht realistisch gezeichnet ist, ist es doof. Was wir ja hier auch gerade gesehen haben, ist, die Idee muss rüberkommen. Ihr solltet euch mehr Gedanken darüber machen, ob das, was ihr zeichnet, den Kern trifft, die Idee trifft, als dass es irgendwie hübsch ist. So, weil hübsch nützt euch in 3 Jahren gar nichts, wenn ihr euch eure Notizen anguckt und ihr könnt euch nicht erinnern, was es ist, sondern da hilft euch, dass ihr den Kern getroffen habt. Das ist der große Unterschied.
ich werde nicht so viel über Stifte reden können, wie ich gerne wollte. Das war so der nächste Punkt, den ich hatte. Weil ich könnte ewig über Stifte reden, aber wir haben nicht so viel Zeit. Also ich habe nicht so viel Zeit, um über Stifte zu reden. Ich bin ein großer Fan von Staedtler. Kleiner Werbeblock für Staedtler. Einfach guter Stift. Und wir machen mal Folgendes. Und zwar legt mal einen von euren Stiften hier so neben euch und versucht den mal abzuzeichnen. Und zwar mit der Reduzierung, die wir gerade besprochen haben. Und macht mal genau das, was wir gerade gemacht haben. Und zwar überlegt euch, was macht euren Stift aus? Also was ist das Kernelement von diesem Stift? Was macht den zu genau dem Stift, der er ist? Und nicht zu einem beliebigen Stift. Wenn ich mir den Staedtler zum Beispiel angucke, dann habe ich hier diese beiden schwarzen Enden. Ich glaube, das ist super prägnant. Und versuche das mal hier so wiederzugeben. Und einmal hier die zeichne jetzt mal den Stift und dann mache ich hier zwei schwarze Blöcke vorne und hinten. So, und der liegt jetzt auch wieder auf so einem Regal. Ich habe einen weiteren Versuch, eine gerade Linie für ein Regalbrett zu zeichnen. Und es gelingt wieder überhaupt nicht. Und das liegt daran, dass der Strich länger ist, als ich ihn ohne Absetzen hier zeichnen könnte. Ja, da müsste wäre das so vielleicht 5, 6, 7 Zentimeter. Danach muss ich nochmal absetzen, dann kruckelt das ein bisschen. Wie sind eure Stifte geworden? Seid ihr soweit zufrieden? Habt ihr Bleistifte gezeichnet oder andere schöne Textmarker oder so? Schreibt mal in den Chat. Der Faber-Castell ist okay geworden. Ihr könnt ja mal hinschreiben, was ist so euer Erkennungsmerkmal gewesen? Also wie habt ihr den Stift gekennzeichnet? Also was ist euch am allerwichtigsten gewesen? Ah ja, gute Frage zwischendurch, warum ich groß schreibe oder überwiegend, also fast immer, das ist einfach ein Gefühl. Also ich schreibe gerne groß, aber hier zum Beispiel an, habe ich ja auch kleine Buchstaben drin. Das Schöne hier ist ja, dass ich schreiben kann, wie ich will und das koste ich aus. So, also ich habe hier mal, genau, und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen oder unterschiedliche Schulen, ja, wo Leute sagen, misch große, kleine Buchstaben, Hauptsache es zieht, ist irgendwie lebendig und sieht gut aus oder wirkt interessant. Da muss man irgendwie für sich gucken, was ist am besten lesbar, was funktioniert auch gut. Ich habe hier grundsätzlich, würde ich sagen, 4 Stifte, die so ganz gut, die man haben sollte. Was Dünnes für den Text, was Dickes für die Überschrift, was Farbiges für Zitate oder besondere Symbole oder was. Und dann was Helles für den Schatten. Schatten haben wir jetzt hier noch gar nicht drin, weil ich überhaupt gar keine Zeit habe, Schatten zu zeichnen gerade. Das würde ich dann im Nachhinein machen. Mache ich auch oft so, wenn ich Sketchnote so dann, das, was unwichtig ist, kommt, wenn ich Zeit habe. Ja.
dass es schick machen nachher. Dann zeichnet man noch ein bisschen Schatten oder macht irgendwie ein paar nette Umrandungen noch dazu. Erstmal darauf konzentrieren, wie das, dass der Inhalt steht. Ja? Und hier würde ich sagen, auf so einem A4-Papier ist der Text zum Beispiel eine 0,7, also ein bisschen breiter als dieses Standard-Stabilo-Stärke. Überschrift könnte zum Beispiel eine 1,0 sein. Und Zitate einfach schöner Buntstift, also bunter Stift, wie ihr wollt. Ja. Und Schatten vielleicht eher mit so einem Pinsel. So. Können wir hier kurz mal was für den Schatten machen, damit ihr mal seht, wie das mit dem Pinselstift hier ist. Der ist einfach hier in der Lage, ganz dünn und ganz dick zu zeichnen. Das ist einfach schön, dann kann man relativ schnell einen guten Strich dazu machen, aber auch dünn, wenn man es braucht. So, ein bisschen was hier über Stifte habe ich erzählt. Das ist natürlich völlig euch überlassen, ja, wie ihr die Größe wählt, wie ihr die Stifte wählt. Ihr müsst überlegen, was für euch das Beste und das Passendste ist. Ich habe halt gemerkt, sobald die Stifte ein kleines bisschen dicker sind, dass es klarer zu erkennen ist, dass meine Buchstaben besser funktionieren, dass es schöner arrangiert auf dem Papier aussieht. Ja. Das ist, glaube ich, ein Versuch wert. Wenn ihr euch fragt, was ich hier gerade nutze, das ist der Staedtler 1.0, also der fast doppelt so dick ist wie so ein Standard-Stabilo. Hallo, Autofokus. und das mache ich, weil das Blatt hier ja ein bisschen größer ist als DIN A4 und ich einfach den Platz füllen muss. So, ich erzähle mal nichts über Buchstaben, weil ich glaube, da können wir eine Stunde drüber sprechen und die Stunde haben wir nicht. Das heißt, ich spreche lieber mit euch über verschiedene Container, also Blöcke, mit denen ihr eure Inhalte besser verpacken könnt. Und da fällt mir zum Beispiel jetzt hier die klassische Sprechblase ein oder auch mal ein Banner. Oder auch mal sowas und sag mal bitte, schreib das mal im Chat, welchen Container soll ich auf jeden Fall mal zeichnen, welchen braucht ihr unbedingt und während ihr schreibt, ich mache vielleicht gleich nochmal hier den Banner zeichne ich gleich nochmal für euch in Schritten. Aber ich mache auf jeden Fall vorher nochmal eine gute Sache für Pfeile. Und zwar zeichne ich einmal nacheinander, wie ich den Pfeil aufbaue. Mit den beiden Strichen am Anfang hier und dann die Seitenstriche. Und wenn ich das geschafft habe und die ungefähr gleich sind, dann mache ich eine wichtige Sache und das darf man nicht unterschätzen, ist ein Punkt in die Mitte. Ich habe am Anfang, als ich das noch nicht gemacht hatte, gedacht, das ist super kindisch und bringt gar nichts. Aber es macht den Pfeil einfach immer so viel besser, weil man verreißt es dann am Ende doch, wenn man einfach denkt, ja, ich weiß schon, wo die Mitte ist. Das heißt auf jeden Fall, ja, also das hier ist der Trick. Ja. Und den könnt ihr auch bei allen anderen Sachen anwenden. So wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Sprechblase irgendwie das klar haben wollt, wenn ihr wisst, okay, da möchte ich hinkommen, probiert das mal aus. Banner, auch super simpel, fängt so an. Und dann zeichne ich
zwei Striche nach hinten. Und dann die beiden Striche zur Seite. So, und weil das ja hier hinter dem vorderen Teil ist, kommt es ein bisschen weiter nach oben, kommt hier hin. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr so die Seiten ausfranst. Und dann kommt hier was in die Mitte. Und ich habe eine Zeit lang wirklich für jede einzelne Überschrift, die ich gemacht habe, so ein Banner gezeichnet, weil ich so geil fand, so, dass es so simpel ist und so gut funktioniert. Und es ist schon schön, wenn man so zum Beispiel einfach das als Zwischenüberschrift hier so wie unsere Regale, wenn man hier einfach so Banner drin hat, ja, die gestalten einfach total gut. Und ansonsten macht ihr einfach so, wie ihr es denkt, vielleicht auch einfach mal super lange. Aha. Heranführung. Und die allerwichtigste Lektion hier ist erst der Text und dann der Container. Das heißt, ihr macht euch überhaupt keinen, tut euch keinen Gefallen, wenn ihr dann feststellt, dass euer Text da nicht reinpasst, ja, sondern zuerst schreibt ihr bitte alles auf, was da rein soll, und dann überlegt ihr, wie ihr einen guten Container da drum bekommt. Ja. So, das heißt, hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, manchmal hier einfach so Pins rein und vielleicht noch mal kurz ein bisschen Schatten dahinter. So, und das Ganze hilft euch dabei, Aufmerksamkeit zu lenken und zu ziehen. Und ich habe irgendwie so zwischen, also jetzt gerade denke ich, es ist ein ganz, ganz wichtiger Container, ist auch Weißraum, einfach Platz zu lassen, ja, zwischen den einzelnen Elementen und es ein bisschen auseinanderzuziehen, ja. Und dadurch muss man sich dann jetzt nicht irgendwie noch Blöcke ausdenken oder zeichnen, sondern hat schon mal relativ klar, was da passiert. So, ich glaube, ich kriege es noch hin. Einmal ein paar Figuren zu zeichnen. Aber natürlich, so wie das hier ist, im großen Experiment Sketch to Who's, ist natürlich mein Zeitmanagement nicht so super. So, das heißt, wir kriegen das gerade noch hin, dass ich euch hier mal ein paar Figuren noch zeichne. Und den Rest gibt es dann mit den Webinarunterlagen, die wir euch danach noch zuschicken. Dann bekommt ihr es eingescannt und fertig gezeichnet nochmal zum Nachgucken. Das heißt, was ihr euch überlegt, ist, wie zeichne ich Figuren, die möglichst einfach sind und die mir keinen Stress machen. Ihr zeichnet zum Beispiel große Köpfe, weil da sehr viel Emotion noch reinpasst. Ihr zeichnet einfache Körper und ihr macht euch keinen Stress mit irgendwelchen anderen anatomisch korrekten Gliedmaßen oder so, sondern macht einfach, was für euch passt. So. Und so, hier ist eine Figur und hier oben, das sind die guten Bicablo-Bogenmännchen. Das ist noch viel reduzierter. Da ist es dann einfach nur der Bogen. Und hier könnte man dann zum Beispiel, das mache ich zum Beispiel super gerne, dass die dann so ein kleines Schild halten und in dem Schild steht dann irgendwie was Wichtiges drin. Und das steuert nochmal da ein bisschen nach. So, jetzt habt ihr gefragt, gut, jetzt habe ich so einen großen Kopf, aber was mache ich denn mit dem großen Kopf? Und das ist super, eine super Gelegenheit für
eine kleine Übung, die vielleicht die meisten von euch schon kennen. Guckt mal hier. Ich zeichne mal 9 Paar Augen. Und ich gehe jetzt einmal mit Augenbrauen daran. Und ich zeichne hier einmal oben horizontal böse Augenbrauen. Und böse, wisst ihr ja, ist ungefähr so. Na, also so Zornesfalte. In der Mitte gehe ich einmal so horizontal rüber und zeichne neutral. Und hier nach außen gekrümmte Augenbrauen. So, und das macht schon mal ein bisschen was. Na, da ist schon Emotion mit drin, allein durch diese Augenbrauen. Ja. Und jetzt machen wir vertikal in den Linien, machen wir die Münder. Und ich mache hier einmal so ein lachendes Gesicht. Also einen lachenden Mund, ja, der dazu kommt. Hier einmal neutral als Strich. Und hier dann einmal so. Und das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall schon mal mindestens 2 Emotionen, so die ihr sonst normalerweise nicht so macht. So, das heißt hier so der Evil, ne, hinterhältige Typ. Ja, das finde ich immer ganz spannend, so dass man den hier erkennt, so dass der hier zutage tritt, ja, neben seinem bekannteren Freund im Smiley Face, ja, hier am Start. Und jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, wie passt das in meine Figur? Wir haben jetzt viel Platz gerade. Können wir hier mal eine Figur zeichnen? Und schreibt mir mal in den Chat, welchen Gesichtsausdruck ich machen soll. Könnt auch gerne 2 schreiben. Erschrocken, Ausdruck hitzefrei. Ah, hitzefrei, ja, das ist sehr gut. Ja. Genau. So, das heißt, wir machen hier das Abschiedsgesicht, weil wir sind ja auch schon gleich fertig. Guter Vorschlag von Oliver. Und das Abschiedsgesicht ist natürlich ein ganz trauriges. Ja. Weil jetzt schon die Stunde vorbei ist. Ach nee, das hier ist das Zeitmanagement-Gesicht. Karl, so, was hast du gemacht? Ja, du hast nur die Hälfte von dem geschafft. Oh nein, das ist auch... Ja, wisst ihr, das war jetzt meine innere... Das war so der innere Kompass, der gesagt hat, Karl... Minuten ein Plan und das heißt hier 90 Minuten und hier 45 Grad. Sie hat so ganz langen Arm, sie zeigt hier so hoch. Super. So, und er hat natürlich hier so ein... Das ist eine schöne Haltung für einen Arm. Wenn ihr nicht wisst, was der Arm ist und der so ein bisschen kritisch sein soll, dann stützt er den hier in die Seite rein und ist gleich noch ein kleines bisschen anklagen. Ne? Ja, so, das ist immer eine gute Sache. So, und jetzt einmal kurz den Schatten dahinter für den Baum und fertig. So, und dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, eine Stunde lang zusammen mit mir zu sketchnoten. Ich würde sagen, sketch to who's. Taggen, wenn ihr eure Sketchnote gleich in Social Media teilen wollt.
macht es wie ich, nehmt euch jetzt noch ein bisschen Zeit, sie ein bisschen hübscher zu machen und behauptet nachher, dass es nur 60 Minuten gedauert hat. Bei euch wird das auf jeden Fall klappen, weil ich habe ja hier Videobeweis, dass es nicht so ganz geklappt hat. Das heißt, ich wollte euch hier natürlich noch ein bisschen Tipps geben zum Weiterlernen. Aber das Schöne ist, dass ich schon eine komplette PowerPoint-Präsentation fertig gemacht habe mit allen Tipps, mit Ressourcen und Links. Und die kann ich euch einfach zuschicken und dann könnt ihr da direkt draufklicken und könnt euch zum Beispiel Lern aus Sketchnoting oder das Sketchnote-Game oder die tollen Materialien von Steffi Kowalski angucken und könnt damit weiterlernen. Und hier ging es heute ja wirklich nur darum, euch so ein kleines bisschen in meinen Prozess mitzunehmen und ein kleines bisschen zu gucken, wie zeichnet man eigentlich solche Sketchnotes, womit fängt man an und euch so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass alles immer super perfekt sein muss, weil es ist nicht perfekt. Es kommt immer anders, als man denkt. Wenn man perfekt haben möchte, dann kann man das vorher alles schön so auf dem iPad vorher vorbereiten, wie ich das hier natürlich für euch vorbereitet hatte. Aber ihr seht ja schon, sobald man anfängt, den ersten Strich aufs Blatt zu machen, sind alle Pläne per se weg. Und man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und das heißt, euch einen ganz schönen Abend. Es ist hoffentlich noch lange genug hell, dass ihr jetzt nochmal an den See gehen könnt oder auf die Dachterrasse ein kühles Getränk trinkt und habt eine schöne Zeit. Ich möchte auch nochmal Danke sagen, Karl, im Namen des Chats. Alle sind völlig begeistert. Ich fand es auch super klasse und die Zeit war echt so schwupp, ist die Stunde um. Also echt schade. Bitte, bitte noch einen zweiten Termin. Da hätten wir viele Interessierte. Ja. Dann macht einfach noch mal ein bisschen Werbung und schaut gerne vorbei auf VHS Tohus. Wir haben noch ganz viele andere tolle Webinare am Start und schreibt mich gerne an. Vielleicht lasse ich mich überreden, noch mal bei 40 Grad für euch ein Sketchnote-Webinar zu machen. Super, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.